Brauner Bär und weiße Taube. Waren so verliebt. Ein brauner Bär und weiße Taube. Wie es das nur einmal gibt. Oh, brauner Bär. Weiße Taube. Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook Live Mittwoch 21.15 Uhr und auf meinem YouTube-Kanal Zunkos Welt TV. Heute Mittwoch, sollte ja normal sein am Mittwoch, aber leider habe ich die letzten paar Mal beide Male auf Donnerstag verschoben und den Fehler noch einmal hervorzuheben. Ich habe beide Male nicht rechtzeitig abgesagt. Mea culpa, mea culpa. So, heute habe ich was echt Leibendes mitgebracht. Also, zumindest was für mich Leibendes. Und zwar, na, gehst du ein ins Fassel? Gehst du ins Fassel? Jawohl. Freunde, schaut's. Ja. Von dem Heftel. Motorrad. Das ist ein Heft aus Wien. Und zwar aus den 50er Jahren. Und da habe ich dem Ingenieur Del Moore, das war ein Kollege beim Pilar, er ist leider nicht mehr unter uns, der hat mitgekriegt, dass ich so ein echter Motorradl-Nor bin und mit Motorradjournalismus zu tun habe. Und der hat gesagt, Fritz, ich habe am Dachboden oben die gesammelten Jahrgänge 53, 54 und 55 von der Zeitschrift Motorrad. Und den Stoßhefteln habe ich ihm natürlich abgekauft, weil habe ich ein großes Interesse gehabt. Ich habe allerdings gar nicht gewusst, was für ein Schatz ich da kaufe, weil ich meine, das ist unfassbar, wie toll das ist. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Parallelen, also gerade wenn es so über Messen berichten, diese Messeberichterstattung, ich meine, das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist, ja, das hat sich in Wirklichkeit nicht geändert in den letzten 60 Jahren. Man fährt zu einer Messe mit gewissen Vorstellungen und damals wie heute ist es einfach so, dass es darum geht, es gibt sportliche Modelle, sind die sportlich genug, es gibt Komfortmodelle, haben die überhaupt einen Sinn, diese Komfortmodelle, oder sollen Motorräder generell irgendwie sportlicher sein? Dann gibt es natürlich neue Techniken, die angezweifelt werden, ist es eine sinnvolle, neue, technische Weiterentwicklung, oder ist es eher was, was niemand braucht? Und dann geht es natürlich auch in die 50er Jahre ums Thema, na, ist ein Roller was Würdiges oder ist es was Unwürdiges? Ist es überhaupt möglich, dass ein Motorradfahrer auf einen Roller umsteigt oder sind das andere Leute, die mit so einem Roller fahren? Also das ist wirklich, das ist einfach göttlich. Und was mir jetzt aufgefallen ist, die Werbung ist natürlich auch ein Wahnsinn, ist natürlich alles schwarz-weiß, nicht? Ist klar. Alles schwarz-weiß in dem Heftel. Und jetzt ist schon ein bisschen vergilbt. Aber, was ein Wahnsinn ist, und da sieht man, was dieses Motorrad eigentlich für ein Standing gehabt hat, noch in die 50er Jahre, weil nicht nur, wo ist das, die Redaktion von dem Heftel in der Wollzeile 7, also im ersten Bezirk war, das kann ich euch kurz sagen, Achtung, Achtung, Motorrad, neue Anschrift.
Also ganz normal im ersten Bezirk in der Wohlzeile, das ist ein Wahnsinn. Das kann sich heute kein Verlag mehr leisten, dass er tut ist. Das Motorrad hat sich das leisten können. Und was auch ein Wahnsinn ist, es sind natürlich irrsinnig viele Motorradl-Importeure im ersten Bezirk gesessen. Und das ist schon irre. Also da zum Beispiel die Generalvertretung für Royal Enfield, Norton und Velocette haben die Preise ermäßigt. Verlangen Sie Preisliste. Generalvertretung Ferdinand Eichler, Wien 1 in der Hegelgasse. Ich meine, das ist doch mörderisch. Mörderisch, ja. Und was auch super ist, Motorsport, das ist ganz hoch im Kurs gestanden. Und da habe ich jetzt eh zum Beispiel in der Ankündigung Motorsport der nächsten Wochen, 18. Oktober, Wertungsfahrt, Eisernes Tor, Start 7 Uhr, 18. Oktober, Geländefahrt, Kögerl, 13 Uhr, Veranstalter ist die Polizeisportvereinigung Wien, ebenfalls am 18. Oktober, Bahnrennen Wien-Griau. Da sind sie in der Griau einfach dieses Speedway-Rennen gefahren. Also Bahnrennen ist vielleicht ein bisschen was anderes wie Speedway, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Start 14 Uhr und am 23. Oktober Speedway Österreich gegen Norwegen. Am österreichischen Speedway-Ring am 25. Oktober Geländefahrt bis am Berg Elisabethhöhe um 13 Uhr und am 29. Oktober Speedway Österreich gegen Norwegen. In Bruck an der Mur. Und ich meine, ich kipp dort mörderisch eine in das alte Zeug und ein bisschen was werde ich heute da draus vorlesen, aber jetzt schau ich mal kurz ein in die Kommentare, dass ich da nicht komplett. Ich hupf gleich runter. Na gut, das passt natürlich zu dem alten Heftel der Mario Zischka. Servus Zonko, du Legende. Dirk Ninnemann, Glück auf! Ja, Andreas Christian, grüß euch die Gemeinde. Das heißt, wir sind immer im Grußmodus. Dann werde ich mal euch da ganz kurz was draus ein bisschen vorlesen, was mir halt besonders taugt. Da zum Beispiel auf der ersten Seite gleich die BSA-Werbung. BSA. BSA, ich glaube BSA hat geheißen British Arms. Also ganz normale Waffenfabrik, die halt dann Motorradeln gebaut hat. British Arms, glaube ich, war BSA. Und da steht das beliebteste Motorrad der Welt, immer wieder erfolgreich. Und dann stehen dort die Modelle. Die C11 250 Kubik 16.700 Schilling. Die B31 mit 350 Kubik 19.500 Schilling und das war damals schon Geld. 19.500 Schilling in die 50er Jahre war mörderisch. Dann die M20 mit 500 Kubik 19.900, die M21 mit 600 Kubik war schon 20.200 und das nur, weil heute oft die Meinung vertreten wird, dass die Motorräder noch nie so teuer waren wie heute. Das glaube ich nicht, weil in die 50er Jahre der Schilling, der hat einen echten Wert gehabt. Also es ist eigentlich unvorstellbar, was da für Summen gegangen sind. Und man kriegt aber auch mit, die haben damals natürlich auch schon Leasing gehabt. Leasing und Kredite. Ja, und dann, ich meine, dann sind wir schon bei der B34 Goldstar. 500 Kubik, OHV, 25.300 Euro. Und das Topmodell von BSA war die A10 Superflash mit 650 Kubik, Zweizylinder, 26.100. Und ich glaube, wenn du ein Superflash gehabt hast, warst echter Kaiser. Und dann steht drunter, einmalige Sonderaktion bei Ankauf einer Maschine bis 15. November 1953 auf vorstehende Preise 4% Nachlass. Das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Da hat sich einfach nichts geändert. Nicht? Und dann noch, also nichts geändert ist vielleicht jetzt halt falsch, weil das,
dass dort einer ist mit einem Zylinderschleifwerk im 5. Bezirk, der Werbung machen kann in einem Motorradlheftel. Das hat sich sicher geändert, weil heute einfach diese Zylinderschleifen, das kommt eigentlich nur mehr in den seltensten Fällen vor. Und damals ist es einfach relativ häufig gewesen, dass eine angerieben hat und dann haben sie innen den Zylinder geschliffen. Und der schreibt, weil das im Oktober ist, das Heft ist im Oktober erschienen, schreibt er, jetzt ist die günstigste Gelegenheit für die Überholung Ihres Fahrzeuges. Schnelldienst für alle Typen von Motorrädern, kürzeste Lieferzeit, ohne Tauschzylinder, im Zylinderschleifwerk, Diplom-Ingenieur Karl Gölls. Ja, und ich meine, Castrol ist natürlich auch schon dabei in die 50er Jahre. Das ist göttlich. Ja, und das da zum Beispiel, da werde ich das ganz kurz vorlesen. Adler ist mir schon ein Begriff gewesen. Da gibt es einen Testbericht Adler M200 und M250. Und das Büdel, dann seht ihr da drüben, Leistungskurve, ist alles da. Und wie gesagt, da merkst du einfach, dass sich diese Berichterstattung nicht wesentlich geändert hat. Und dieser erste Absatz zur Adler M200, der taugt mir aber schon ganz mächtig. Und zwar, seit mehr als einem halben Jahrhundert, hat er geschrieben in die 50er Jahre, bauten die Adlerwerke in Frankfurt am Main Motorräder. Eine Tatsache, die in Österreich ziemlich unbekannt ist. Bereits um 1890 herum machte die Heinrich Kleier AG, so hießen damals die Adlerwerke, das Fahrrad in Deutschland populär. Mit ihren Qualitätserzeugnissen wurden sie schnell weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und begannen dann um die Jahrhundertwende Motorräder mit 1¾, später mit 2,5 und sogar mit 3 PS Viertaktmotoren zu erzeugen. Schon zu dieser Zeit errangen die fortschrittlichen Adler Motorräder aufsehenerregende Erfolge bei Motorsportveranstaltungen. Das ist einfach göttlich. Und dann, diese Testberichte sind irrsinnig detailreich und da nehme ich nur den kurzen Absatz her mit der Leistung. Dass der 200er Zweizylindermotor 11,4 PS hat, haben wir bereits erwähnt, er entwickelt diese Leistung bei 5600 Umin. Die beiden um 180 Grad versetzten Pleuel sitzen auf einer gemeinsamen dreifach gelagerten, in Klammer Rollenlager, Kurbelwelle. Das Zylinderpaar ist leicht schräg nach vorne geneigt und ist tief im Motorgehäuse eingelassen. Das Motorgehäuse selbst zeigt starke Kühlrippen, sodass stets ein guter Füllungsgrad garantiert ist. Schon rein äußerlich gesehen macht der etwas breite Motorblock einen bestechenden Eindruck. Ein Verschmutzen des Motorblocks oder der Hosen ist unmöglich, da der Vergaser im Kurbelgehäuse versenkt angeordnet und vollständig verkapselt ist. Beim Tupfen überrinnender Treibstoff fließt durch eine kleine Öffnung im Kurbelgehäuse ab. Um ein eventuelles Warmwerden des verdeckt angeordneten Vergasers zu vermeiden, ist ein Luftschlitz vorhanden, durch den dem Vergaser vom Fahrtwind Frischluft zugeführt wird. Der Vergaser ist, obwohl er schmutzsicher eingebaut ist, nach Entfernen der Vergaserabdeckkappe, es ist nur eine Rändelmutter aufzumachen, leicht zugänglich. Die war so eine Freude, wenn ich das liest. Das ist ein Wahnsinn. Da habe ich das Gefühl, ich habe jetzt so eine Adler M200 vor mir. So gut beschreibst du das. So, jetzt muss ich da wieder mal eine. Schau, die Andrea Wieler, bin begeistert. Das ist natürlich ganz herrlich, die ist wahrscheinlich begeistert. Die Andrea Wieler, ob sie nicht das erste Mal im Brennraum ist, das weiß ich nicht. Die habe ich auf der Messe getroffen, auf der Intermod, war großartig. Und ja, jetzt bin mir nicht sicher, ob die schon live im Brennraum war. Auf alle Fälle, herzlich willkommen, Andrea, sehr großartig.
Luca Klein, servus Zonka, das wird heute eine Zeitreise. Bin gespannt. Ja, Luca Klein, du bist natürlich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du bist noch keine 30. Dann ist es in die 50er Jahre natürlich noch viel weiter weg. Und du wirst es nicht glauben, die 50er Jahre war ich selber noch nicht auf der Welt. Aber ich kenne natürlich relativ viel von diesen 50er Jahre. Ich kenne auch einige Motorradl noch. Kenne viel von Erzählungen. Und wie gesagt, ich betrachte dieses Heftel natürlich jetzt nicht aus Sicht eines Journalisten, weil ich habe selber schon so, ich weiß nicht, von 30 oder 40 Messen berichtet. Ich habe selber schon, weiß ich nicht, 1500 Testberichte geschrieben oder 2000, ich habe keine Ahnung. Und merkt natürlich dass ich das, jetzt wollte ich fast sagen, dass das immer das Gleiche ist. Das ist natürlich nicht richtig. Es ist natürlich immer was Neues, aber vom Wesen her ist es immer das Gleiche. Also man versucht einfach besser zu werden und dann gehen sie in ganz kleinen Schritten auf und diese richtigen Entwicklungen, die merkst du eigentlich nur, wenn du dann 10 Jahre zurückschaust. So was sie innerhalb von 1, 2 Jahren tut, überhaupt wie die Japaner nur diesen Entwicklungszyklus gehabt haben, wo alle 2 Jahre eine neue Fireblade und eine neue R1 und eine neue 10er Ninja und eine neue 1000er Suzuki gekommen ist, alle 2 Jahre, na, da waren natürlich keine dramatischen Sprünge drinnen. Es war ganz selten, dass einmal dann so ein richtig radikaler Wurf gekommen ist. Aber sie haben halt wirklich alle 2 Jahre. Jawohl, Oliver Wagenführer, geil! Zonko verliest Preislisten von Anno dazumal. Es war einmal, jawohl. Ja, Hagen Überle, steht da was von der Leistung? Ach so, bei den BSA-Modellen. Warte, bei den BSA-Modellen, nein, steht nichts von der Leistung, aber diese BSA müssen schon ein bisschen, also die 650er mit Twin, na, die wird schon so 50 PS gehabt haben, glaube ich. Also weit wird es nicht fallen. Ich glaube schon, dass die 50 PS gehabt hat. Ja. Schau, das ist aber schon super. Da berichtet er von der IFMA 1953, also das ist diese internationale, wie heißt das, internationale F-Ausstellung, Fahrradmotor, das weiß jetzt leider gar nicht, wie das genau heißt, aber das ist halt sowas wie die Intermoto, oder die, sind da die Autos auch dabei gewesen, das kann ich nicht genau sagen, aber er schreibt, die wenigen Österreicher, die vor 2 Jahren die erste IFMA besucht haben, also die haben es offensichtlich erst 1951 das erste Mal veranstaltet, standen damals vor einer Schau des fast Unerreichbaren. Zu groß waren noch die Schwierigkeiten, die der Einfuhr deutscher Maschinen entgegenstanden. Devisenknappheit, Handelsverträge, die nur auf dem Papier standen, Monopolbestrebungen der einheimischen Industrieschienen ist unmöglich zu machen, jemals die Erzeugnisse der deutschen Motorradindustrie auch in Österreich frei kaufen zu können. Mittlerweile hat sich manches geändert. Nicht, dass wir heute auf diesem Gebiet keine Sorgen mehr hätten. Das alte Lied von Devisenknappheit und Luxusgut hat sogar neue Variationen wie Agio und GATT-Zölle aufzuweisen. Doch es scheint der Zeitpunkt nicht mehr allzu ferne, da die Erzeugnisse der Motorradwerke der ganzen Welt auch bei uns zur Auswahl bereitstehen und mit unseren heimischen Erzeugnissen unter einigermaßen gleichen Bedingungen konkurrieren können. Also, damals hast du offensichtlich ein Buch hast kaufen können in Österreich, KTM hast du einmal kaufen können, aber selbst so deutsche Maschinen, no, das ist nicht so einfach gewesen, dass du das kaufst. Für uns ist das heute natürlich komplett unvorstellbar, weil ich meine, man kauft sogar jetzt schon Motorradeln aus China, ganz normal. Aus aller Welt. Also da hat sich natürlich wahnsinnig viel da, aber damals war das relativ schwierig. Jawohl, der Onkel Ramirez trifft es wieder punktgenau und sagt, der Zonko braucht einen Arbeitskittel mit Hemd und Krawatte für den Vintage-Testbericht. Mit Namensschild Herr Dr. Friedrich Herbrenner. Onkel Ramirez ist ein Wahnsinn, was du immer auslässt. Ich meine, das ist punktgenau. Und wenn ich nicht so ein irrsinniger Schüssler wäre, hätte ich mir heute also ein weißes Mantel angezogen und dort aus dem Brusttascherl hätte ausgeschaut ein Ballograph.
Das wäre mächtig gewesen. Ja, aber ich meine, ich habe so wahnsinnig viele von diesen alten Hefteln, also das ist durchaus möglich, dass ich mal so ein Motorrad internationale Fachzeitschrift spezial mache und dann Onkel Ramirez. Da kannst du sicher sein. Das weiße Mantel. Und wie sagt Dr. Friedrich Herbrenner? Jawohl, das merken wir. So, jetzt rauchen wir mal kurz ein Pfeiferl an. Und dann schau ich ein bisschen weiter. Schau, der Peter Richtinger ist herrlich. Auf den Kommentar draufdrucken. Das weiß ich nicht, Peter. Warum ich auf den Kommentar draufdrucken soll. Ach so. Naja, da geht es um jemanden, der will Antworten lesen und da soll Kommentar anklicken, dann erscheinen darunter die Antworten, sagt der Stefan Töll. Das ist ja eh das Herrliche. Weil ich bin bei den Kommentaren so wahnsinnig schwach, aber ihr macht euch das untereinander aus. Das finde ich so gut. Es ist herrlich. Der Bernd Janicek, ich glaube, es geht das einfach auf Antworten klicken. Jawohl. Du Bernd, das habe ich übrigens gesehen, deine kurze Ausfahrt mit den 2 PS. Weiß ich, war das Instagram oder Facebook, das weiß ich nicht mehr. Da brechen ja wirklich unglaubliche Datenmengen auf mich ein. Aber das hat mich aufschauen lassen. Das war natürlich schon toll. Also echt stimmungsvoll. Finde ich sehr, sehr leibend, dass du das machst. Kutscher Bernd. Okay, der René Weiß sagt, bei mir geht das Antworten auch nicht. Ich kann aber auch nur gefällt mir und Kommentar fixieren. Sieh jetzt da, ne, wer mal an. Nicht gar nichts können. Ja. Na, das stimmt. Der Alfred Widmer, auch in den 50ern gab es schon echte Heizer, die mit dem zur Verfügung stehenden Material echt Feuer gegeben haben. Na, da musst du keine Sorgen machen, Alfred Widmer. Das ist ein Gefahren. Das ist unfassbar. Das, also, da, das tät sich keiner von uns trauen, so zu fahren, wie die damals gefahren sind. Und ich meine, da hinten drinnen die Rennberichte, na, da wirst du ohnmächtig. Und da waren halt, die sind auf irgendwelche Straßenkurse gefahren, weißt du, teilweise Kopfsteinpflaster, wirklich schlechter Asphalt und teilweise war es gar nicht asphaltiert. Und da sind einfach ganz normal 10.000 Zuschauer gekommen bei irgendeinem Rennen. Und was halt dann auch war, sind halt leider immer wieder ein paar gestorben. Das war einfach wirklich gefährlich. Aber wie gesagt, keiner von uns kennt mit den Maschinen so fahren, wie die gefahren sind. Das ist mörderisch, mörderisch. Und wenn du ein paar so alte Haudegen triffst, die sind natürlich alle wahnsinnig arg gestürzt. Das weiß ich nicht, Jörg die Kneite. Jörg die Kneite sagt, der Schreibstil hat sich schon heute zu heute stark geändert. Damals um einen glaubwürdig sachlichen Duktus bemüht, heute gewinnt anscheinend der Journalist mit dem flottesten Spruch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt natürlich jetzt, wie soll ich sagen, es gibt natürlich solche wie mich, die das eher unterhaltend schreiben, aber es gibt schon heute auch noch so Leute, die das wirklich ins Detail ganz genau betrachten und das herausarbeiten, das wird natürlich immer seltener, weil das natürlich da einen, wie soll ich das sagen, erstens ist das ein irrsinniger Aufwand, also du brauchst wirklich sehr gute Techniker, die sich wahnsinnig gut auskennen, dann musst du dich wirklich sehr, sehr lange mit der Maschine beschäftigen und dann krankt es natürlich auch daran, dass es halt jetzt diese Leser, die sie mit sowas dann, die so in die Tiefe gehen wollen, dann die gibt es natürlich auch nicht ganz so häufig wie früher. Nur früher war das natürlich ganz wichtig, weil die Greibeln ja immer auseinandergeflogen sind. Und ich meine, die sind ja auch gefahren dann mit der 125er KTM. Tarzan ist er gefahren von Wien irgendwie nach Griechenland und das ist gewesen eine kleine Weltreise. Nur der ist dort, die weiß nicht, diese 1600 Kilometer, hat er trotzdem gepackt in 2 Tagen, obwohl da nichts asphaltiert war und irrsinnige Grenzkontrollen und ein echtes Abenteuer. Nicht? Der ist da trotzdem runtergefahren und das ist halt so, ich meine, der schreibt dann trotzdem in dem Heftel dann nur, ich weiß nicht, 3-4 Seiten drüber und das ist natürlich schon ein irrsinniger Aufwand,
das zu erleben und dann füllst nur 3 oder 4 Seiten damit. Nicht? Aber es ist eine göttliche Geschichte und die ist dann schon unterhaltsamer geschrieben. Super, Jörg die Kneite, internationale Fahrrad- und Motorradausstellung, IFMA. Das ist großartig, das ist einfach großartig. Der Uwe Richter auch. Und der Dirk Ninnemann, die wissen es alle, internationale Fahrrad- und Motorradausstellung, IFMA. Herrlich. Das weiß ich nicht, Hagen Überle. Wie viel PS hat eine Brav Superior SS 1000? Ich weiß es nicht. Na, aber wenn es 60 PS gehabt hat, ist viel. Mehr, glaube ich, haben die damals einfach nicht gehabt. Schau, der Martin Müller, das wissen wirklich viele. Piet Ratzesberger, alle wissen das. So Traum. Nur ich hab's nicht gewusst, das ist eher Wahnsinn. Herrlich, Bernard Hosmotto, ein Ballograf, ein Lineal und ein Zirkel. Jawohl. Und ich meine, braucht natürlich dann eine echte Professorenbrille, es muss Krankenkasse sein. Das ist also eine richtige Krankenkasse-Kastenbrille. Sehr göttlich. Der Ari-Klassensprecher. Bin selber Ingenieur und es erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass 11,4 PS viel waren und heute kaufst ganz normal eine 200 PS Granate. Das stimmt. 60 Jahre. 60 Jahre. So. Bist du deppert? Na, ihr raucht's auch. Ist ein Wahnsinn. Wird gegoogelt. Jörg die Kneite, heute ist die Berichterstattung natürlich auch seriös, aber es ist eher humorvoll präsentiert. Jo, ich meine, die haben schon auch immer wieder ein bisschen einen Witz drinnen gehabt, glaube ich. Nur, was mir ganz stark auffällt, sie haben natürlich auch immer die, ein bisschen diesen Zeigefinger drinnen gehabt und haben so den Finger auf die Industrie gelegt. Und auf die Polizei und auf die Gesellschaft, weil das Motorradfahren, also damals ist ja dieser Motorradfahrer irgendwie so als dreckiger Hund ein bisschen verpönt gewesen. Und auch, das kriegst immer wieder mit, so ein bisschen als naja, wie soll ich sagen, nicht ganz gesellschaftsfähig, so ein bisschen ein Outlaw. Ja, Freunde, das ist einer ganz wichtig, der blaue Dunst. Nennen wir es prosaisch, Auspuffqualm gehört ebenso wie die Lautstärke zu den Belästigungen, die bei Strafe verfolgt werden. Wenn auch die diesbezüglichen Mandate weit hinter denen wegen Lärmentwicklung zurückbleiben, so bleibt der Gestank doch immer noch ein Problem des Großstadtverkehrs. Aber ein leichter abzustellendes Problem, denn wenn auch der Maxl seiner Kotflügelbraut durch das gewaltige Getöse seiner Donnerbüchse imponieren möchte, wer angibt, hat mehr vom Leben, mit einer Gestankkulisse wird ihm die Eroberung nicht gelingen. Also, Jörg die Kneite, durchaus ein humoristischer Einwand. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Fahrer von Maschinen, die ganz besonders blau laufen, selbst am unglücklichsten darüber sind. Sie wissen sich nur nicht immer zu helfen. Wenn zu viel Öl in den Verbrennungsraum kommt, dann gibt es blauen Auspuffqualm. Nur ist die Ursache bei 2 und 4 Takt ganz verschieden. Jo. Dann gibt es noch echt ganz normal der weiße Rauch, der schwarze Rauch und es raucht trotzdem. Und da ist so eine Karikatur drinnen, wo einer mit dem Motorradl, also ein Roller, fürchterlich einnebelt. Ja, das ist göttlich. Schau, und der Titel Trench, dein Motorradmantel. Das ist natürlich echt was Irres, weil der Titel war ein wirklich bekannter Motorradl-Rennfahrer, glaube ich, einer der besten zu der Zeit. Und der hat dann mit der Marke Delphin, die haben so einen Motorradlmantel gemacht, den Dirtl
Trench. Und so wie halt unser einer heute sich eine Tenese-Lederjacke gekauft oder eine Speedy-Lederjacke, hast du damals halt haben müssen einen Dirtl-Trench. Schau, das ist ein Wahnsinn. Und da sieht man halt, dass sich diese Anforderungen an den Leser einfach ganz stark geändert haben, weil die haben einfach dort drinnen, was ist das? Das ist ein Wahnsinn. Ein Dreiseiter über Zündung einstellen, wirklich. Da geht es einfach ganz normal drei Seiten drum, wie du die Zündung einstellst. Der Zündpunkt 26,7 mm, der obere Totpunkt 20,4 mm, die Vorzündung 6,3 mm. Und dann gibt es einen Amboss, einen Hammer, eine Punktberührung, ein Tiefenmaß, ein Klötzchen, Kolben im oberen Totpunkt, Glaspapierstreifen, Nocke, Kunststoffbüchse. Und das wird da wirklich so erklärt, dass du es dann selber machen kannst. Und ich glaube nicht, dass das heute, dass damit heute ein Heftel verkaufen würdest, aber damals ist es halt ganz super gewesen. Na, und dann sind natürlich Produkte drinnen, die kenne ich nicht mehr. Und das finde ich aber ganz großartig, wie zum Beispiel das Moped HMW 50 von den Haleiner Motorenwerken. Mörderisches Moped. Hat geleistet 2,2 PS bei 4500 Umdrehungen, beziehungsweise 1 PS bei 4000 Umdrehungen. Das ist ein Wahnsinn. Rohrrahmen, Trapezgabel, 5,5 Liter Tank, 55 km/h. Ach so, und da hat es offensichtlich eine Variante gegeben, die auf 30 km/h gedrosselt war. Und das wird die gewesen sein mit 1 PS bei 4000 Umdrehungen. Also da haben die offensichtlich nicht alle Mopeds über 30 km/h fahren. Und jetzt, Freunde, das taugt man nämlich auch. Das haben sie natürlich in dem Heftel immer ganz genau erhoben, weil ja damals das Geld wirklich karg war. Jetzt war natürlich der Benzinverbrauch immer ganz wichtig. Und heutzutage reden ja alle irgendwie drum, naja, vielleicht kommt man unter 3 Liter, wenn irgendwas 2 Liter braucht, das ist schon ein Wahnsinn. Das da, das hat braucht 1,5 Liter auf 100 Kilometer. Und ich meine, es ist nur gegangen 55, aber trotzdem. Ein Moped heutzutage, was nur 1,5 Liter braucht, das glaube ich, das gibt es nicht. Und das ist schon herrlich. Und auch diese 125er, die haben auch, die haben 2 Liter gebraucht oder so. Also es ist eigentlich ist das unverständlich, dass das möglich war, weil jetzt fahren sie dort eine, keine Ahnung, mit allen Benzinsparmöglichkeiten, die es gibt. Und wenn er so ein 125er 2,5 Liter braucht, dann ist es Weltklasse. Dann ist es eine Sensation. Nur die haben damals nicht mehr gebraucht. Sie werden damals allerdings weniger Leistung gehabt haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, na gut. Ist ein Traum. Ist einfach ein Traum. Ja. Na und dann, das ist jetzt so ein Bericht. Der Edlitzberger berichtet von seiner Fahrt um die Welt. Djeschen in Kabul. Da, und so schaut es aus. Eine echte Bleiwüste. Und da schreibt er einfach, wie er 1953 mit der Maschine in Kabul war. Und was er da erlebt hat. Und ich meine, das ist schon, das ist einfach unpackbar, weil er hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert. Nicht? Und dann, mit dem Buchroller nach Mallorca. Ich meine, die sind dann einfach in Innsbruck auf so einen Buchroller gestiegen und der Buchroller, das ist sicher ein Kropfen gewesen. Mit dem sind sie dann ganz normal über die Pyrenäen-Passpässe runtergefahren, bis dann mit der Fähre nach Mallorca umgefahren sind. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Das finde ich so toll. Das ist einfach, ja, das ist herrlich. Ja, und dann habe ich halt dort wieder meine Werbungen. Buch, Motorräder, Ersatzteile, Reparaturen, Tschaiko, Machon, Wien, 15. Aha, Buch war nicht im ersten. Dafür Matchless, Matchless Motorräder, Generalvertretung für Österreich, Karl Pasch,
Wien 1, Schottenring 22. Ja, und selbst der mit die Originalkurbelwellen wieder lagernd von der Auto-Union RT250, das weiß ich gar nicht, was das ist, Viergang, DKW, Originalkurbelwellen wieder lagernd, Peter Wagner, Wien 1, Akademiestraße. Es ist unpackbar, unpackbar. Und Buch, das dürfte damals schon ein bisschen nicht ganz so elitär gewesen sein, weil der Buchmotorräder, der Rudolf Gerstinger, war in Wien Stammersdorf, also im 21. Das ist herrlich. Ja. Schau, und das zum Beispiel, weil da, ich weiß jetzt nicht, wer gesagt hat, dass die damals schon wild gefahren sind. Na, das Straßenrennen in Wiener Neustadt. Ich meine. Und oben, glaube ich, ist der Rupert Hollaus. Das ist der einzige österreichische Motorradl-Weltmeister in die 50er Jahre, der dann leider in Monza abbankelt ist. Also ich glaube, der hat diesen Weltmeistertitel gar nicht mehr erlebt. Der ist dort gestorben in Monza und hat aber schon so einen Vorsprung gehabt. Ich glaube, der ist eh nicht so gefahren, war ein Werksfahrer. Österreichischer Werksfahrer. 1956, glaube ich. Und da ist er dann leider bei so einem Sturz in der, nicht in der, in eine von die zwei Lesmo-Kurven, glaube ich. Ja. Aber er ist posthum Weltmeister geworden und ist, glaube ich, bis jetzt der einzige Österreicher, der Straßenmotorrad-Weltmeister geworden ist. Und ich meine, beim Motocross haben wir natürlich Heinz Kinnegartner. Der hat da angeraucht. Ganz herrlich. Aber, also die sind gefahren wie die Henker. So, ja, ich habe jetzt eigentlich gar keine Ahnung. Jetzt muss ich mal schauen, wie das da bei euch ausschaut. Wo? Das Niveau der Sprache war früher manchmal höher, finde ich. Heute sind die Journalisten irgendwie sprachlich limitiert, kommt mir manchmal so vor. Naja, das ist halt so, Christian Herrmann, also ich glaube, dass der Journalismus, der hat sich natürlich komplett gewandelt. Weil damals hat so eine Zeitung ein echtes Gewicht gehabt. Da hat es einfach noch nicht so wahnsinnig viele Ablenkungen gegeben. Es hat auch nicht so wahnsinnig viele Informationsquellen gegeben. In die 50er Jahre war das Fernsehen noch relativ flach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das bei uns schon gegeben hat, ob das nicht erst in die 60er Jahre aufgekommen ist. Und da war das einfach eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle, wo die Leute auch bereit waren, dass sie ein bisschen Geld ausgeben. Und wenn ein bisschen Geld vorhanden ist, dann kannst du halt sehr gute Journalisten leisten. Und wenn diese Posten von sehr guten Journalisten besetzt sind, dann kann natürlich nicht irgendein 0815-Schreiber, der jetzt nicht wahnsinnig viel drauf hat und jetzt halt nicht das, ein besonderes Sprach- und Schreibvermögen hat, na, der wird dort nie einen Sattel kriegen. Weil das eben Leute sein, die dort sitzen, die selber wirklich gut sein und der andere sitzt dort eben nicht. Und nachdem jetzt aber in den letzten, was soll ich sagen, die letzten 15 Jahre, glaube ich, ist es einfach so gewesen, dass diese Zeitungen, diese Verlage immer weniger Geld gehabt haben. Sie haben immer weniger Zeitungen verkauft. Und wenn weniger Geld da ist, dann kannst du diese teuren Journalisten einfach nicht mehr leisten. Und die das mehr oder weniger umsonst machen, das sind natürlich nicht die Besten. Das ist klar. Und wenn es jetzt nur darum geht, dass du relativ schnell diese Seiten füllst und keiner Zeit hat, dass er super recherchiert oder sich eine wahnsinnig tolle Geschichte ausdenkt, na, dann leidet das natürlich. Und das ist, glaube ich, so wie in allen Bereichen. Wenn du gute Leute haben willst, dann musst du was becken und wenn du nichts mehr becken kannst, na, dann hast du halt keine guten Leute mehr. So ist das, glaube ich. Und ich glaube, dieser Stellenwert von so einem Journalisten, der war früher, bin ich mir ziemlich sicher, höher wie heute. Und die ist vielleicht jetzt gar nicht zu Unrecht. Jetzt kannst du das nicht alles über einen Kamm scheren. Nicht? Es ist zum Beispiel so, wenn ich eine deutsche Zeitung in die Hand kriege, so wie die Zeit oder die Welt oder auch die Frankfurter Allgemeine, da passiert mir das auch immer wieder. Wenn ich dann so einen Artikel lese, wo ich mir denke,
Alter, das ist gut geschrieben. Das ist ja wirklich gut geschrieben. Also da hast du schon Information, wirklich viel Information, das ist toll recherchiert, aber es ist halt auch sprachlich super geschrieben. Na, dann habe ich eine echte Freude und einen echten Respekt. Nur bei uns, ich meine, da haben es, selbst in diesen Tageszeitungen, da haben es diese wirklich guten Journalisten, na, die haben es alle entsorgt, weil die zu teuer waren. Und jetzt glauben sie halt, das geht so auch. Und andererseits, also sie haben halt keine Kohle. Sie könnten sich das andere nicht leisten, aber das ist, glaube ich, also so ein bisschen so eine Sache, die sie in den Schwanz beißt, weil ich natürlich, wenn ich was lese, da will ich was lesen, wo ich mir denke, Alter, der ist gut. Da will man nicht denken, na geh, was das für eine Stümperei, was da zusammengeschrieben worden ist. Nein, da will ich, da geh dann hin, ich habe keine Ahnung, beg meine Euros und dann kriege ich was. Was mir auch Freude beim Lesen macht. Und das kostet aber auch Geld. Ja. Das ist mächtige Verzettelung. Für diese Verzettelung habe ich mir jetzt einmal einen Rauch in meine Drahtbergtasse. Also schütteln. Schütteln. Ja. Und dann rauchen wir Pfeifferl. Das ist göttlich. So. Schau, der Karl Griesgram sagt, ui, die HMW hatte mein alter Herr. Hast du noch, Karl? Weil man gibt mir das Zeug dann irgendwann her. Und ich verstehe es eh. Ich war hier nicht viel hergeben. Muss allerdings sagen, ich weine dem Zeug auch nicht nach, weil das hat ja auch keinen Sinn, dass du dort irgendwie dann 10 Motorradeln irgendwo herumstehen hast. Der Onkel Ramirez, ein Schulkollege von mir, hat so ein HMW gehabt. Die ist Flotte 35 gegangen. Na gut, der hat die gehabt mit den 4 PS. Nein, 1 PS. Peter Richtinger, im Winter genügen mir meine 36 PS auch locker. Was ist denn das überhaupt, Peter? Das ist ja so ein Ural, die hat aber schon 800 Kubik und das erholen sie nur 36 PS raus. Ich hab vor, wie dass ich. Die Andrea Weiler. Ich habe mir mit dem Mofa den Tuning-Virus eingefangen und heute noch am Motorrad und Auto nicht losbekommen. Ja. Tuning ist eh göttlich. Der Karl Bachner. Hallo Zonko, 50s, da seid ihr eh gleiches Baujahr. Das ist gemein, der Karl Bachner. Das ist wirklich gemein. Ich meine, ich bin ein 60er. 63. Ein wahnsinnig guter Jahrgang. Jawohl. Steffen Töll, den Schneid Wutz vermisse ich heute irgendwie. Ja, was der. Sie wird es im YouTube dann noch anschauen. Margareta Birke. Man könnte jetzt auch mutmaßen, dass in Zeiten, in denen das Gedruckte mit dem bewegten Bild konkurrieren muss, die Qualität des Wortes zugunsten der Qualität des Bildes zurückstecken muss. Aber ich finde, man sollte das nicht auf die Goldwaage legen. Ja, das glaube ich aber nicht, Margareta Birke, weil die Qualität des Wortes, das weiß ich selber, weil ich bin in beiden Welten zu Hause. Das ist schon ganz was anderes. Das ist wirklich was anderes. Ich meine, ich bin selber so, dass ich jetzt die bewegten Bilder, die sind natürlich viel unterhaltsamer, das ist viel weniger hocken. Da gibt es jetzt auch schon so eine irrsinnige Auswahl an speziellen Inhalten, also da findet man wahnsinnig viel, was einen interessiert. Aber wenn du was Leibendes liest, also was gut geschrieben ist, wenn du das liest, na, das ist. Das kann man nicht vergleichen, weil das ist ja dann irgendwie da hackelt dein Kopf ganz anders. Also das ist mehr oder weniger so, nur das sickert halt rein und das unterhaltet die gut oder unterhaltet die weniger gut und du kannst da relativ viel erfahren natürlich, aber wenn du das selber liest, na, da entstehen einfach diese Bilder im Kopf.
die entstehen in dir selber und da machst du mehr oder weniger irgendwas Aktives dazu. Und meiner Meinung nach, aber, und ich kenne eh relativ viele Leute, denen das ähnlich geht, ist einfach, wenn du was liest, was gut geschrieben ist, ist ein echter Genuss. Das ist schon sehr herrlich. Und also zum Beispiel diese Sachen, die ich da fürs BS und fürs Motorradmagazin schreibe, da bemühe ich mich natürlich, dass das wirklich leibend ist und da sitzt halt unter Umständen an einem Satz eine halbe Stunde. Sitzt halt. Bis das so ist, dass du denkst, nein, und jetzt fließt das so richtig leibend rein. Jetzt habe ich das ganz genau. Und meiner Meinung nach ist es so, wenn du das dann liest, dann geht es oben wie in einem Fluss. Das merkst du natürlich nicht, dass der jetzt eine halbe Stunde bei dem Satz gehängt ist. Und wenn du diese Zeit aber nicht nimmst, dass du bei diesen Formulierungen, dass du da wirklich was antust, na, dann ist es eine holprige Geschichte, die einfach keinen Genuss bringt und möglicherweise, wie bei einem Bericht halt, relativ viel Information vermittelt, aber jetzt hat kein Genuss hat, dass irgendwas in deinem Kopf entsteht. Und das glaube ich, diese Qualität, dass irgendwas im Kopf entsteht, das hat das geschriebene Wort viel stärker wie dieses gesprochene Wort. Das glaube ich. Also zumindest ist es bei mir so. Jawohl, so ein Wahnsinn, wie der heute doziert. Der Jens Weyrich ist auf Malle, glaube ich. Also der Jens Weyrich sagt, der Schneidwutz ist auf Malle oder was? Wirklich auf Mallorca? So ein Traum, so ein Traum. Ja, der Hans Moped sagt, die alten Reitwagenhefte waren die ultimative Hits beim Lesen. Das stimmt natürlich. Also überhaupt, wie es angefangen kam. In die 80er Jahre, das ist mörderisch. Der Amoser, echtes Genie. Das war natürlich ein Wahnsinn, ja. Und da hat es halt auch immer Leute gegeben, die gesagt haben, na, das ist nur ein Hetz, da erfährst du ja nichts. Und ich meine, ich glaube, nirgends ist eine Maschine besser beschrieben gewesen wie im Reitwagen. Also wenn du dich dafür interessiert hast, wie das fährt, na, das hast du nirgends besser erfahren wie dort drinnen, obwohl das halt alles komplett locker und mit wahnsinnig viel Schmäh unterlegt gewesen war. Also das Heftel war nicht umsonst so irrsinnig erfolgreich. Und manche haben es halt gehasst. Der Schule einer gute hat er gemacht, der MT09, da ist es wurscht. Freue mich schon auf morgen Ausfahrt zum Schnitzelwirt nach Utenschlag. Gut, da kannst du einfühlen, Schule, was du willst. Die Reim wird das nicht merken. Schau dann, Jens Weyrich sagt, ich liebe es, samstags im Café, beim Café Motorradzeitschriften zu lesen. Inzwischen kaufe ich alle Hefte. Na, das ist im Kaffeehaus sitzen. Und Zeitung lesen und wenn du dich halt für Motorradl interessierst, Motorradl-Zeitungen lesen, das ist doch was Herrliches. Das ist was echt Entspannendes. Das ist schon was Tolles. Und das ist was anderes, ob das jetzt elektronisch auf irgendeinem komischen Ding liest oder ob einfach so ein Heftel in der Hand hast. Nur, nachdem es immer weniger Leute gibt, die sich so ein Heftel kaufen, ist es natürlich. Mit den Printmedien und das schaut nicht wahnsinnig gut aus. Also da wird es noch ein ordentliches Sterben geben und ein paar wenige werden halt überbleiben. Peter Richtinger, Peter Richtinger, mit der Gelassenheit eines Uralfahrers, nix heut ewig. Außer die Ural. Der Christian Henge, Zonko, wann erfreust du uns wieder mit einer Folge Zonko erzählt? Ja, übrigens heute wieder klasse Brennraum. Ich danke dir sehr, Christian. Und das mit Zonko erzählt, na, das kommt jetzt im Winter wieder. Ich habe ein paar arge Geschichten, also die ärgste Geschichte, die ich unbedingt noch in diese Zonko erzählt. Format einbringen möchte, ist,
wie wir mit vier Supersportlern nach Grado oben gefahren sind und wie es uns dort in Wolfsberg mit 2 Kilo den Führerschein zupft haben. Das war wirklich eine ganz arge Geschichte. Eine ganz arge Geschichte, die dann nur eine Fortsetzung gefunden hat. Also sie haben uns nicht den Führerschein an Ort und Stelle genommen, sondern wir haben die Tour noch fertig fahren dürfen und dann hätten wir es müssen in Wien abgeben. Aber wie wir von Grado aufgefahren sind, hat die kleine Zeitung am nächsten Tag, hat die das schon gedruckt gehabt, dass ein Privatrennen auf der A2 stattgefunden hat und die haben dort Sachen reingeschrieben. Das ist also wie wenn wir die ärgsten Wahnsinnigen gewesen wären. Und wir sind aber mit diesen vier Supersportlern, wir sind dort kontrolliert langsam runtergefahren. Wir sind nie über 200 gefahren. Und da hat's, das war ein Wahnsinn. Und da habe ich natürlich dann im Heftel einen echten Konter reingeschrieben. Das ist, das war herrlich. Und die Geschichte, auf die freue ich mich schon, wenn ich euch die erzählen kann. Das wird jetzt irgendwann im Winter passieren. Der René weiß, wann startet die Bustour. Bustour ist ja unfassbar. Ich wollte unbedingt schon mit dem Bus rauffahren auf die Intermod, aber er ist nicht dahergekommen. Und heute habe ich den Anruf gekriegt vom Leeds. Der Bus ist im Anrollen. Und das heißt, wenn das jetzt alles geht, mit Typenschein schicken, Mazda abmelden, Bus anmelden, dann müsst ihr ihn morgen in einer Woche müsst ihr dann ausfassen, diesen Bus. Dann muss ich natürlich nur ordentlich mit Sonkos Welt bekleben und dann fangen diese Busgespräche an. Aber da wäre ich ganz sicher auf meinem YouTube-Kanal, an den Bus werde ich mal ordentlich einweihen. Den werde ich euch natürlich vorstellen und ich freue mich schon ganz mörderisch drauf. Und jetzt ist es fix, zur EICMA kann ich schon mit dem Fiat Talento runterfahren. Das wird natürlich herrlich. Naja, der Philipp Schubert, lieber Zonko, apropos Rettwagen, auch noch dazu mal, hat sich die Geschichte von Karl auf der Suzuki Gamma bei der Dopplerhütte wirklich so zugetragen wie vom Thüring erzählt? In etwa, der hat es natürlich ein bisschen komprimiert, aber diese Geschichte zum Beispiel, die ist natürlich drinnen im Buch Furious Karl, King of Gibbs, und da ist sie drinnen, wie sie wirklich passiert ist, und das ist, glaube ich, nur eine kleine Nuance derber, wie es der Roland Thüringer erzählt. Also das ist eine mächtige Geschichte und ich hab das, weil das Kapitel habe ich schon geschrieben, irgendwo schreibe ich eh eine, wer jetzt der zart beseitete Leser, dem jetzt schon schlecht ist, der möge die nächsten 2, 3 Seiten auslassen, weil es wird einfach nur Ärger. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Furios Karl, es ist eine unglaubliche Geschichte mit dem Hauberl, wie er sich da den Finger in der Kette einzwickt hat. Wahnsinn. Aber ich glaube, es war kein Suzuki Gamma, sondern ein RT500. Glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil das habe ich schon vor einem Jahr geschrieben. Also eher 2-Takter wieder. Aber von Yamaha, nicht von Suzuki. Der Nico Tipper, grüße den Zonko, schön dich mal kennengelernt zu haben. Intermod 2018, Nico. Herrlich war's. Danke dir sehr. So. Natürlich nicht. Andreas Lang, Zonko, gibt es bei den Einspritzmotorrädern keinen Benzinhahn mehr? Nein. Da gibt es keinen Benzinhahn mehr. Bei den Einspritzmotorrädern. Benzinhahn war ja was ganz Mächtiges, gell? Und ich meine, da in dem Benzinhahn war ja immer so ein Sieb drinnen und wenn der Tank schon ein bisschen rostig war, dann hat es das Sieb verstopft. Das war eher Wahnsinn. Also damals habe ich schon ein bisschen was zangeln können und das war wichtig. Und was bei dem Benzinhahn natürlich immer eine komplette Katastrophe war, wenn du beim Tanken vergessen hast, dass vor Reserve, dass du den auf normal stößt und du glaubt hast, du hast eh nur eine Reserve, nur wenn der dann aus war, dann hast du gesehen, ich kann nicht mehr umschalten, ich war schon auf Reserve und dann hast du wieder geschoben. Ein Wahnsinn. Es war herrlich. Barbara Elias, ich bin so alt.
Okay. Na, das ist ja herrlich, Bauer. No, 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 Hans Malessa, ich schon, der Zong war die Niete. Na, ich bitte ich. Das ist doch ein Wahl, was heißt der Zong war die Niete? Das kann doch nie sein, das kannst du nicht sagen. Dirk Seifried, wer kennt noch den Zong? Achso, das war so ein Comics, oder was? Habe ich dir jetzt schon geglaubt. Der Zong war die Niete, na, das hat mich jetzt schon ein bisschen getroffen, ne, die Mann. Da muss ich jetzt gleich einen Hocker nehmen vom. Was habe ich denn doch heute überhaupt? Orange, Mango, Karotte. Jawohl. Zunk. Zunk ist eh, das ist ja so ein richtiger. Ja, so. Fürs Comics. Zunk. Naja, Freunde, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss mir das dann anschauen. Guido Speer, hallo Zonko, Fatboy oder Indianer. Naja, das kann ich so jetzt nicht beantworten. Also, ich habe beide jetzt zurückgegeben, heute habe ich den Fatboy zurückgegeben, der Indianer ist schon länger weg. Das ist so gewesen. Du müsstest vergleichen den Indianer, also den Indian Chief Vintage, müsstest vergleichen mit dem Road King Classic. Dann könntest du irgendwie für eines der beiden entscheiden. Aber beim Fatboy, das wäre am ehesten, glaube ich, so ein Indian Scout. Am ehesten. Aber na, eigentlich nicht. Ich finde, Indien hat nichts, was vergleichbar ist mit Fatboy. Das ist eine eigene Kategorie und insofern kann man das wirklich nicht entscheiden, weil mit dem Indianer, wenn du jetzt ein Touren-Motorradl willst, dann bist du natürlich mit dem Indianer viel besser aufgekommen wie mit dem Fatboy. Aber wenn du so einen richtigen Showbock haben willst, na, dann ist der Fatboy unschlagbar. Und die Entscheidung, Indian Chief Vintage oder Harley-Davidson Road King Classic, na, die ist nicht einfach. Die wäre wirklich nicht einfach. Das, ich meine, jetzt überhaupt, wo der heuer mit 114er Motor daherkommt, der Milwaukee 8 Motor ist drinnen, ist ganz schwer. Also da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Ich finde beide Motorradeln einfach sensationell leibend, vor allem beide wirklich gern. Aber eine Entscheidung zu treffen, na, wenn ich jetzt persönlich vor dieser Entscheidung stehen würde, dann wird es sicher einen Ausschlag geben, bei welchem Händler ich mich wohler fühle. Das glaube ich. Weil an und für sich sind diese Maschinen, die sind, haben wirklich beide einen unfassbaren Charme, sind beide wirklich wahnsinnig leibend zum Fahren, erzeugen einen irrsinnigen Stolz, sind jetzt aber nicht wahnsinnig unterschiedlich, so dass einer sagt, na, das kann der viel besser wie der. Na, das ist alles, das ist echt in Augenhöhe. Auf Augenhöhe, sagt man. Also, eine wirklich schwere Entscheidung, die ich zum Glück nicht treffen muss. Ja, das ist so herrlich, weil sie das letzte Mal alle so aufbudelt hat, wie er gesagt hat, der Super Smoothie ist nicht gesund, wo ich dann mitgekriegt habe, na, das ist irgendeiner von der Konkurrenz. Der macht selber irgendwelche Gemüsesafteln. Jetzt ist das natürlich schon ein Running Gag, der Franz Gröbmeier. Der Saft ist fein nicht gesund. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Ne? Aber da habe ich mich fast ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht jetzt auf einen Fruchtsaft hinbecken. Das ist mir unerklärlich. Ja. Aber dann habe ich es eh verstanden. Das ist halt irgendein Konkurrenzprodukt, der packt das nicht. Schau, das aber nicht. Andrea Weiler war auch für mich das Highlight auf der Intermod. Nils, Medes und vor allem dich kennenlernen zu dürfen. Andrea, das ist aber wirklich ganz, ganz herrlich. Und ich habe es eh beim letzten Mal gesagt, das ist so gewesen, ich habe natürlich wirklich viele dort kennengelernt und
Das ist dann schon ein bisschen anstrengend auch, aber ich habe es wirklich genossen und ich habe mich echt gefreut. Und Andrea, bei dir kann ich mich noch erinnern, wir haben leider kein Small-Level gehabt. Ich hoffe, du bist mit dem Medium trotzdem jetzt noch glücklich und denkst dann nicht, na geh, das wäre so ein Small wäre gescheiter gewesen. Dafür hast du in dem Medium halt irrsinnig viel Luft und ich mich wirklich gefreut, Andrea. Ganz herrlich. Und ich meine, müssen wir halt bis zur nächsten Intermod dauert es 2 Jahre, aber da bin ich natürlich dann wieder gestört, hundertprozentig. Toni Caron ist herrlich. Schlechte, der Markus hat stolle Haar. Das mit dem Zunk habe ich letztens noch gedacht. War das nicht so eine blaue Comicratte, die eine Niete in der Fernsehshow war? Es ist ein Traum, eine blaue Fernsehratte, die eine Niete in der Fernsehshow war. Das ist ganz herrlich. Ja. Ich meine, den Zunko. Da gibt es ja auch beim Harry Potter gibt es ja einen Zonkos Joke Shop. Und ich bin nur froh, dass ich den Namen vorher gehabt habe. Weil der Harry Potter ist Gott sei Dank nach dem Zonko rausgekommen. Jawohl. Schau, da geht es noch weiter. Rot, nicht blau. Ja, Jörg die Kneite kriegst du im nächsten Jahr wieder einen Indianer, ja. Und zwar diesmal, das ist für mich das erste Mal, dass ich das mache, wirklich so mit einer Verkleidung fahren, also ein Indian Chief Den, aber wieder Klassik, also so mit dieser in Schwarz, glaube ich, ein wirklich arges Eisenross. Und nachdem es bei diesem Infotainment-System relativ viel gemacht haben, und nur bei den Heavyweights auch diese drei Fahrmodi haben und die hintere Zylinderabschaltung, steige ich diesmal tatsächlich auf so eine Verkleidete um. Und weil ich natürlich über diese Neuerungen berichten möchte. Und ich meine, fesch ist er schon. Bin gespannt, wie man das dann letztendlich taugt mit dieser mächtigen Verkleidung. Aber er hat natürlich einen Komfort. Bisher habe ich das. Wie gesagt, habe ich immer einfach bin ich nur mit dem Scheinwerfer gefahren, weil mir der Windschutz relativ egal war. Aber ich bin eigentlich wirklich sehr gespannt und gefällt das mir wahnsinnig gut. Also in Schwarz, dann hast du oben auf dem Tank diesen goldenen Indianerschädel. Das ist mörderisch. Ja, ich hoffe nur, dass der dann nächstes Jahr nicht wieder im Juni daherkommt, so wie der Vintage Chief. Der Guidos Bär, egal, ich hab den fetten Jungen. Danke für deine Videos dazu. Ja, Guido, das hat mir selber einen großen Spaß gemacht und heute habe ich ihn halt leider zurückgeben müssen. Aber ich bin mir sicher, dass da mächtige Freude, weil der Auftritt ist einfach Wahnsinn. So. Der Peter Richtinger in der EM kann man wenigstens nur reinwachsen. Das stimmt, ja. Aber so wie die Andrea einschätzt, das wird es nicht machen. Die ist durchtrainiert. Geschlechti. Aber ich meine, die Ratte, ob die jetzt rot oder blau war, das können sie nicht entscheiden. Aber sie wissen, Zonk ist eine Ratte. Ist ganz herrlich. Nein, muss man das selber anschauen. Finde ich sicher auf YouTube. Muss ich nur reingehen. Das schauen wir an. Der René Weiß, nächstes Jahr Thunfisch oder Brutale als Dauertester? Na, das wird schon wieder der Werks-Thunfisch, René. Bin also ein irrsinniger Thunfisch-Fan. Außerdem machen wir die dritte österreichische Thunfisch-Ausfahrt. Und wenn er nächstes Jahr das elektronische Fahrwerk hat, na, dann bin ich sowieso ganz fein heraus, weil dann fahre ich oben am Pannonia-Ring, drücke auf den Knopf, hab schon das Rennsetting, ziehe dort meine Runden runter und wenn ich wieder heimfahre, drücke ich wieder auf den Knopf. Und hab das Straßensetup, also das ist ja für mich einfach ein Traum. Das ist göttlich. Und ich meine, nächstes Jahr, das glaube ich, nächstes Jahr holen sie den Thunfisch noch nicht Kiel. Also ganz egal, was da kommt, den Thunfisch, da packen sie nicht, glaube ich.
So? Geschlechte. Ich habe die Zeit übersehen. Ich bin schon wir sind zu lang unterwegs. So. Eins lies jetzt noch. Oder habe ich da jetzt noch irgendwas gehabt, wo ich mir gedacht habe, das muss man noch drinnen haben? Als Abschluss. Ja, das beim Straßenrennen Wiener Neustadt, das wollte ich euch noch ganz kurz, diese Berichterstattung. Der Kurs war nicht leicht. Gleich nach dem Start gab es die bekannte S-Kurve bei der Kirche, dann eine kurze Gerade bis zum Markt, dann eine rechtwinklige Kurve, wieder eine kurze Gerade, wieder eine scharfe Kurve und dann ging es in weit ausholendem Bogen auf breiter Straße zur Spitzkurve beim Auge Gottes, welche zum Start zurückführte. Leider war diese lange Vollgaskurve trotz eifrigen Kehrens nicht vom Sand zu befreien, da die Straße, ein Teil der neuen Umfahrungsstrecke, noch ganz neu war. Sowohl durch den Staub als auch durch den Kugellagerwirkung des Sandes wurden die Fahrer arg behindert durch den Staub, insbesondere bei den Seitenwagenrennen, auch die Zuschauer. Zahlreiche Lautsprecher entlang der ganzen Strecke informierten die Zuschauer über den Rennverlauf, leider aber meistens nur über Reklame, welche unermüdlich aus den Lautsprechern erklang. Immer Werbung, zu viel Werbung. So, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Was ich nicht mitgekriegt habe, hat euch das taugt, dieses 50er-Jahr-Heftel, weil wie gesagt, ich habe dort solche Stapeln oder soll ich da eher so ein eigenes Format machen für, ja, für die Freunde der 50er Jahre. Vielleicht kannst du mir das unten dazu schreiben. Wäre hilfreich. Dann kenne ich mich aus. So, und jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine angenehme Nachtruhe. Ciao, Papa, grüß euch. So, immer doppelt beenden. Ciao!